In der Gegend rund um Rief haben in den vergangenen 2 Wochen tote Füchse für Aufsehen gesorgt. Bei veterinärmedizinischen Untersuchungen hat sich jetzt herausgestellt, dass sie mit dem hochansteckenden Staupevirus infiziert waren, so wie vor einigen Jahren schon Füchse im Salzkammergut. Für Menschen ist diese Viruserkrankung völlig ungefährlich, für Tiere, zum Beispiel für Hunde, aber lebensbedrohlich. Informationen von Uli Wolf. Manfred Berger ist Aufsichtsjäger in Rief. Hier beobachtet er einen Fuchsbau mit mehreren Welpen. Denn in letzter Zeit wurde er mit Meldungen über tote Füchse im Umkreis von wenigen Kilometern überhäuft. Also eine Häufung von Vorfällen heißt im konkreten Fall, dass wir innerhalb von gute 2 Wochen 7 tote Füchse aufgefunden haben. Die waren meistens bei Häusern, in Gärten. Also das heißt im Moment eine Situation, dass die Füchse die Nähe der Menschen suchen. Waltraud Keindl war auf ihrem Bauernhof in Rehhof zunächst mit einem lebendigen Fuchs im Stall konfrontiert. Da war es total laut im Stall. Jetzt bin ich um 6:30 runter. Dann habe ich gesehen, dass er da am Heu drauf liegt. Ist da unten reingekuscht und dann anhängen. Habe ich gleich geschaut, dann habe ich gesehen, dass er krumm geht. Und dann habe ich eine Gabel mitgehabt, habe einmal die Kühe fortgetan und habe gesehen, dass er in den Namen ist. Und von denen ist er dann bei der Heirat schon weg. Bei der Suche nach ihm ist sie dann im Garten in der Umzäunung auf einen zweiten Fuchs gestoßen. Also der ist da genau unter der Tür drin gelegen. Gesehen hat man nur einen Schwarf außer. Und das war es eigentlich. Und erst, wenn wir mit den Stecken angeschaut haben, haben wir gesehen, dass der schon tot ist. Waltraud Keindl hat den Aufsichtsjäger verständigt, der den toten Fuchs, wie alle anderen auch, für die veterinärmedizinische Untersuchung eingesammelt hat. Zum Schutz vor einer möglichen Ansteckungsgefahr mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet. Die Obduktion hat dann eindeutig Staupe ergeben. Es ist eine hochinfektiöse Erkrankung, die eben einerseits auf den Atemtrakt, auf den Magen-Darm-Trakt, auf die Haut gehen kann oder navale Symptome hervorruft. Indem etwa befallene Tiere die Scheu vor Menschen verlieren und sich Häusern nähern. Staupe betrifft vorwiegend Wildtiere wie eben Füchse, Dachse oder Marder. Katzen können die Viruserkrankung zwar übertragen, erkranken selbst aber nicht, Hunde indes sehr wohl. Tiere, die nicht geschützt, also nicht geimpft sind, erkranken lebensbedrohend, sterben auch meistens daran. Und das ist also für Haushunde eine hochinfektiöse und hochtödliche Erkrankung. Auch der Aufsichtsjäger rät zur Vorsicht, denn es ist davon auszugehen, dass weitere Füchse von Staupe befallen sind. Man soll es nicht überbewerten, jetzt nur weil ein Fuchs am Feld ist, aber wenn er keine Scheu zeigt, dann ist das auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Was soll man dann tun? Keinesfalls nähern, keinesfalls angreifen bitte. Auch wenn Staupe für Menschen völlig ungefährlich ist, das Beste sei, im Verdachtsfall einen Jäger zu verständigen und den Appell ernst zu nehmen, Hunde gegen Staupe impfen zu lassen.